Hallihallo, es geht um Übungsaufgaben und zwar von zusammengesetzten Körpern, immer noch im Themengebiet gerade Prismen. Und hier sind zwei so Klassiker-Aufgaben, sag ich mal. Hier so ein 3DL oder wie man es nennen möchte, bestehend aus mehreren Quadern. Und auch hier so ein Tisch, auch bestehend aus mehreren Quadern. Und ich gehe mal hin und erkläre zuerst die L-Aufgabe. Oberfläche und Volumen von zusammengesetzten Körpern zu berechnen, ist eigentlich immer ein gängiger Arbeitsauftrag. Und ich fange mal an mit der Oberfläche. Das ist meistens ein bisschen schwieriger und ein bisschen komplexer. Da muss man auch mehr nachdenken, weil gerade bei so zusammengesetzten Körpern hat man immer auch Flächen, die man nicht anfassen kann, die aber bei der klassischen Oberflächenformel mit drin wären. Wenn man sich die klassische Oberflächenformel von so einem Quader nimmt und einfach jetzt die Maße da reinpackt und das ausrechnet, dann wäre ja zum Beispiel auch diese Fläche hier, diese kleine, wäre da mit drin. Aber bei der Oberfläche von diesem Gebilde ist sie nicht wirklich dabei. Man kann sie ja nicht anfassen. Die ist hier irgendwo mittendrin. Und sowas muss man halt dann mit bedenken. Was kann ich anfassen, was kann ich nicht anfassen? Wo muss ich was abziehen? Wo muss ich vielleicht was dazu rechnen? Das sind da so, ja, Schwierigkeiten. Und ich würde bei diesem Gebilde, glaube ich, mit Zerlegen und Addieren arbeiten. Das heißt, ich teile das auf in diesen Quader und in diesen, berechne das einzeln und ziehe es zum Schluss zusammen. Man kann natürlich auch mit Ergänzen und Subtrahieren arbeiten. Das heißt, man müsste sich hier noch quasi ein Quader dazu denken, um das Ganze aufzufüllen, so dass es ein großer Quader ist. Und dann zum Schluss aber wieder nachdenken, was muss ich wieder abziehen? Ja, muss man selbst wissen, welche Methode man einfach besser findet. Da muss man auf sein Bauchgefühl vielleicht hören. Ich erkläre mal eben, wie ich die Oberfläche berechnet habe. Ich habe die einzelnen Flächen hier farbig markiert, damit man es vielleicht besser versteht. Ich habe angefangen mit 6x3. Das ist diese große Fläche hier vorne. Die haben wir aber nicht nur vorne, sondern auch da hinten. Hier hinten ist die auch, deswegen mal 2. Dann habe ich geguckt, 3 mal 2, das ist so eine Fläche, die habe ich aber nicht nur einmal, sondern die habe ich noch hier, also zweimal. Und hier oben auch noch dreimal. Deswegen 3 mal 2 mal 3. Dann 8 mal 2, das ist diese ganz lange hier links. 8 mal 2, tak, 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 tak. 5 mal 2, das ist diese Fläche hier. 5 mal 2 haben wir auch nur einmal. 6 mal 2, die ist hier unten. 6 mal 2, hier unten drunter, wo das Teil drauf steht quasi. Und 3 mal 5 haben wir hier. 3 mal 5, das ist diese hier. Die haben wir aber vorne und hinten, also auch mal 2. Ja, und dann habe ich quasi alle Flächen rundherum einmal abgedeckt. Kann das hier dann auch so in Rechner eingeben. Der kann das alles mit Punkt vor Strich. Und die Gesamtoberfläche beträgt dann 122 Quadratzentimeter. Beim Volumen geht es meistens einfacher, so wie hier. Ich habe angefangen mit dem unteren Quader. Das ist natürlich Länge mal Breite mal Höhe. 6 mal 3 mal 2. Das ist das Volumen. Und beim oberen Quader ist die Formel dieselbe, nur mit anderen Werten. 3 mal 2 mal 5. Und die beiden Teilvolumen addiert man und bekommt ein Gesamtvolumen. Dann geht es zu dem Tisch. Da habe ich es noch ein bisschen kleinschrittiger gemacht. Die Tischplatte oben bei der Oberfläche ist ganz klar 90 mal 40. 90 mal 40 sind 3600. Tischplatte unten. Da muss man ein bisschen nachdenken. Klar, die ist von unten natürlich erstmal genauso groß wie von oben. Aber was man da checken muss, ist einfach, dass ja die Tischbeine, da wo sie auf die Tischplatte treffen, da wo sie verbunden sind, das ist ja wieder ein Stück, was man nicht anfassen kann. Das gehört also zur Oberfläche nicht dazu. Und eine so eine Auflagefläche ist 5 mal 5. Ja, hier. Die haben wir aber viermal insgesamt, weil es vier Tischbeine sind.
Und die müssen wir von der Fläche abziehen. Ja, also die ganze Fläche minus diese vier Auflageflächen. Und das sind dann 3500. Dann haben wir eine lange Seite von der Tischplatte noch. Das ist 5 mal 90. Die haben wir aber vorne und hinten, also mal 2. Und dann haben wir noch eine kurze Seite. Das ist 5 mal 40, aber auch rechts und links, also mal 2. Ergibt auch ein Ergebnis. Und die Tischbeine haben auch eine lange Seite, die ist 5 mal 60. Die haben wir viermal pro Tischbein, aber wir haben ja vier Tischbeine, deswegen insgesamt mal 60. Oh, ich sehe gerade, hier fehlt Zentimeter. Und das ist dann diese Fläche. Und jetzt haben wir noch die Standfüße, worauf der Tisch ja steht. 5 mal 5 und das Ganze mal 4 sind 100. Und wenn man die alle zusammen addiert, hat man eine Gesamtoberfläche von 13.300. Volumen, ja, ist auch hier wieder viel einfacher, finde ich, behaupte ich mal. Tischplatte, Länge, Breite, Höhe sind 18.000. Tischbeine, 5 mal 5 mal 60, wir haben aber 4 davon, sind 6.000. Zusammenaddiert sind es 24.000. Und das sind zwei Klassiker. Übungsaufgaben bei zusammengesetzten Körpern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen. Tschüss!